Das ist meine feste Überzeugung, dass wenn du noch nicht einmal nach innen gegangen bist und dich hinterfragt hast, was du zu tun hast, damit innerer Frieden tatsächlich wirklich in dir arbeiten kann, was du tun musst, damit deine Seele viel mehr Ausdruck in dieser körperlichen Hülle findet, dann hast du noch nicht mal angefangen, deine wahre Aufgabe in diesem Leben anzuschauen. Deine wahre Aufgabe ist es nicht, Lehrerin zu sein, ist es nicht, Marketing-Experte zu sein, ist es nicht, Regisseur zu sein, Fotograf oder vielleicht sogar Ärztin. Das ist nicht deine wahre Aufgabe, das ist deine Tätigkeit als Mensch. Und in die kannst du deine wahre Aufgabe mit einfließen lassen, nämlich der höchste Ausdruck deiner Seele in dieser menschlichen Gestalt zu sein. Das ist deine wahre Aufgabe. Alles andere ist für mich Nebensache. Natürlich heißt es nicht, dass du dann nicht dein Bestes geben sollst, aber das erschließt sich einfach, wenn du weißt, meine wahre Aufgabe ist es, meine Seele zum vollkommenen Ausdruck in dieser menschlichen Hülle zu bringen. Wenn du das lebst, wenn du das zu deiner Hauptaufgabe machst, dann wird alles andere immer so passieren, dass du dein Bestes gibst, weil du kannst dann gar nicht mehr anders.